Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Alien Isolation. Und, die Schnauze im Hintergrund, danke. Und zwar gibt's ein paar Sachen, die ich wahrscheinlich jetzt demnächst ändern werde. Und zwar möchte ich gerne mehr so mit dieser Facecam hier arbeiten und sowas. Und, ich habe vor, weil ich ziehe jetzt demnächst wieder um. Und da hatte ich halt vor, Greenscreen-mäßig zu arbeiten. Das heißt, ich muss mir auch ein Videobearbeitung wahrscheinlich suchen, mit dem ich mit Greenscreen arbeiten kann. Und da muss ich halt noch was hier in den Hintergrund stellen, damit man halt meinen Greenscreen und sowas. Habe ich eigentlich vor. Wäre voll lustig. Des Weiteren habe ich halt nicht mal vor, mit diesem Stativ hier zu arbeiten. Ich werde mir irgendwie was zusammenbasteln, damit ich mit der Kamera hier, der ich hier gerade reingucke, dass ich die mir da hinten hinhängen kann, so wie das hier, einfach so vors Gesicht schieben kann, weißt du, damit ich es immer so in diese Position halt stellen kann, wie ich es halt haben möchte. Das steht halt noch so an. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen, schreibt uns in die Kommentare, wie ich mit Greenscreen am besten arbeiten soll und wie ich am besten diese Katzen hier ruhig ah! Oh, guck mal, Pflaster. Ja, mein Pullover hat aua, aua, deswegen musste ich im Pflaster gehen. Naja. Und, Katzen. Nerven over 9000. So. Gut, wir machen jetzt. Wir labern wieder zu viel. Wir drücken. Oh. Mach dir aber nicht in die Hose. Zu spät. Festplatte. Spiel starten. Isolation. Wir fortsetzen. Man hat mir gesagt, ich soll auch mal öfters mal in die Kamera glotzen. Also werde ich das jetzt mal sehr oft machen. Jetzt müsst ihr meine Fresse direkt ertragen. Bedankt euch bei Clumsy. Hi Clumsy. Achso, ihr könnt auch in der Videobeschreibung ist was verlinkt. Und zwar meins und Axios Twitch-Account. Axios ist da viel am Twitchen. Wird demnächst wieder ein bisschen weniger sein. Also was heißt demnächst, macht jetzt erstmal bei sich in Kassel, macht er wieder, hat er Arbeit gefunden. Weil er erstmal Praktikum macht und dann wird er wieder zur Bundeswehr, deswegen wird er wieder ein bisschen weniger demnächst halt getwitcht, aber wenn er halt dann in Kassel wieder arbeitet, weil er bei der Bundeswehr jetzt weg ist, wird er auf jeden Fall, nee, die Haare, sehr viel getwitcht bei ihm. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich ein bisschen öfters mal twitcher und Kartoffelpüree. Psst. Kannst du mal die Türen zumachen, bitte? Es nervt mich nicht bei der Aufnahme leicht. Besser ist es ja. Und, fuck, wo waren wir überhaupt? So, finden Sie ein Medikit. Aha. Weg ist es. Das fängt schon scheiße an jetzt. Ey, ich will jetzt schon nicht mehr. Hier haben wir Mrs. Hammer. Und hier haben wir den Sohnemann. Ich will hier gerade was erklären. Kann ich Elektroschüsse abgeben? Huch. Was für ein Scheiß war das denn jetzt? Gott, hier. Scheiße, ich bin tot! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich glaube, er hat den Elektroschock gehört. Ach, Kacke! Na! Ich soll mich nicht bewegen, sagen sie! Dann sieht es mich nicht, sagen sie! Er hat mich gekillt, du Arsch! Aktuell Spielstand laden. Hashtag! Okay, merken, Elektroschläge einfach so sinnlos durch die Gegend glatzen ist blöd. Jetzt brauchen wir erstmal Mr. Revolver. Hier haben wir eine Tür, die wird wahrscheinlich nicht auf. Die geht sofort auf, die geht instant auf, die Tür. Okay. Schrott, oh mein Gott, Schrott. Hä, das haben wir schon mal gemacht. Achso, das fehlt hier, stimmt. Hier können wir uns schön verstecken. Was haben wir denn da? Diese kleine Pädophile! Das ist ein Kinderfoto.
So, wir greifen auf das Terminal zu, während das Alien wahrscheinlich gleich die Tür reinkommt und uns tötet. Frank, ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Walks sie da schon behandeln... Was? Da oben behandeln will. Aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen. Und ich werde auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Lingard, medizinische Offizierin. Oh, ja, die hätte wahrscheinlich eine weibliche Stimme nehmen müssen. Freigeben. Können wir nichts. Audio. Haben wir nichts. Zubehör. Kühlsysteme aktivieren. Ja. Was? Kann das jetzt von hier oder? Kam hier irgendwas? Was war das? Ja, so Geräusche zu machen. Für dich haben wir eigentlich noch keinen Namen, ne? Wir haben ja Mr. Revolver, Mrs. Hammer und Electroshock Junior. Was haben wir dich? Transit wollte ich schon sagen. Wie nennen wir die denn? Habt ihr einen Namen für sowas hier? Müsste irgendwas, eine Schwester oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja bei Pokémon mal Schönheit blablabla bla, bla, oder Teenager blablabla. Bla, bla. Hier ist doch nichts. Oh, oh. Ich sehe dich. Ich will mal gucken, ob es drauf reagiert. Einfach nur so aus Interesse mal gerade. Tatsache, es reagiert vollkommen drauf. Das war doof! Das war scheiß dämlich! Oh Mann, okay, es reagiert, das ist schon mal cool. Es war ein Experiment jetzt. Ich wollte es so. Okay, aktuellen Speicherpunkt laden. Das Alien ist nicht die einzigste Bedrohung auf der Station. Ja, ich bin davon eine. Ich bin meine eigene Bedrohung. Okay.